طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سوق بيت الله دم هاند بيلتن الله زيك من هاي بمهات سكايز ام بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unser Wissen vermehrt, dass er unseren Iman stärkt. Ganz besonders bei solch einem edlen Thema, wie wir heute vorhaben, inshallah ta'ala, anzugehen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass unseren Iman stärkt und uns Ikhlas schenkt. Am Anfang jeder Sitzung und während jeder Sitzung und am Ende jeder Sitzung. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu denjenigen macht, bei denen die den Teilnehmern ihre Sünden vergeben werden. Wie sehr wir diese Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala doch brauchen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er von uns annimmt, dass wir die Wahrheit sagen und dass wir über ihn nichts anderes berichten als das, was er über sich selbst gesagt hat und seinen Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wie angekündigt, fangen wir heute nach der Einleitung vom letzten Mal mit dem Thema an. Und ich werde inshallah ta'ala vorlesen und versuchen inshallah ta'ala das, was vielleicht unklar ist, zu mit eigenen Worten wiederzugeben, denn manchmal ist Geschriebenes nicht so wie Gesprochenes. Wir werden heute inshallah ta'ala uns drei Themen widmen. Thema Nummer, also was heißt drei Themen, drei Abschnitten widmen. Im ersten Abschnitt ist einfach eine Einleitung zum eigentlichen Thema. Und danach werden wir uns über die Wichtigkeit dieser Thematik, das heißt den Glauben und an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala, damit befassen. Die Wichtigkeit werden wir behandeln. Und danach werden wir uns damit beschäftigen, dass das Bekenntnis der Einzigkeit seiner Namen und Eigenschaft des Tawhid, al-Asma al-Sifat, die Hälfte des Glaubens darstellt. Das sind die drei Themen, denen wir uns heute, inshallah ta'ala, widmen möchten, sofern die Zeit dafür ausreicht. Allah Lob preisgebiet Allah, ihn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer einzig Allah. Er hat keinen Teilhaber. Sein ist die Herrschaft und sein ist aller Lobpreis. Sein sind die schönsten Namen und die höchsten Eigenschaften. Er ist der eine, der einzige, der einzelne, der keines anderen bedarf. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jeweils gleich. Surat al-Ikhlas. Und er sagte, preis sei ihm, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Allahs sind die schönsten Namen. So ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Und das natürlich auch, liebe Geschwister, das, was wir vorhaben, inshallah ta'ala, wir wollen ja zwei Sachen erlernen. Einmal, wie glaubt man richtig an die Namen und Eigenschaften Allahs? Und welche Fehler kann man begehen, was jetzt hier übersetzt worden ist, mit abwegig mit den Namen Allah subhanahu wa ta'ala umgehen. Denn es hatte schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam Menschen gegeben, die nicht geglaubt haben an alle Namen und alle Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Der Autor sagt weiterhin, Preis sei dir, nachdem mein Wissen seine Grenzen erreicht hat, halte ich dort ein, wo Halt zu machen du mir aufgetragen hast. Ich mache dort Halt, wo auch Abu Bakr, Umar und die klugen Gefährten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah mit ihnen Gefährten zufrieden sein, radiallahu anhum. Ich mache dort Halt, wo auch Abu Bakr, Umar und die klugen Gefährten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und jene, die ihrem Weg folgten, Halt machten. Denn wie kann ich mit meiner Verstandeskraft, die begrenzt ist, einem Denken, das abschweift, und einem Auge, das sich selbst nicht erkennt, deine Vollkommenheit verstehen und begreifen? Immer wieder spricht mein Körper und meine Zunge,
den dir zu gebührenden Lobpreis kann ich selbst nicht aufzählen. Du bist so, oder du bist, wie du dich selbst gepriesen hast. Das ist aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnommen, wo der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sozusagen gesteht, dass er seinen Herrn subhanahu wa ta'ala nicht so lobpreisen kann, wie es ihm gebührt. Und deswegen sagt er einfach, du bist so, wie du dich selbst beschrieben hast, oder du bist so, wie du dich selbst gepriesen hast. Darum habe ich keine Beschreibung, außer jener, mit der du dich selbst beschreibst oder mit der dich der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beschrieb. Allah sagte nämlich im Koran Karim über den Propheten sallallahu alaihi wasallam: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Und er redet nicht aus eigener Neigung. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Insofern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was er spricht, der Koran und seine Sunnah, das ist ein Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Najm, Vers 3 bis 4. Dort, wo der Beschreibung Grenzen gesetzt sind. Wir werden inshallah ta'ala den Abschnitt lesen und dann inshallah ta'ala gucken wir die entscheidenden Punkte, die uns im weiteren Verlauf des Buches sehr wichtig sind und die wir brauchen. Die wir verstehen müssen unbedingt, die Zusammenfassung sozusagen aus diesem Abschnitt. Dort, wo der Beschreibung Grenzen gesetzt sind, habe ich eingehalten. Und aus diesen Gärten habe ich geschöpft. Keine Vollkommenheit, von der du berichtest, hat mein Verstand vernachlässigt. Keine Vollkommenheit, von der du berichtest, hat mein Verstand vernachlässigt. Das heißt, wir glauben an alles, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich gesagt hat. Keine Eigenschaft, die du bestätigst, verfälscht. Keine Vollkommenheit, gleichgesetzt mit Vergänglichem. Das heißt, weder leugnen wir die Eigenschaften Allahs, noch verfälschen wir sie, indem wir sie austauschen durch andere, noch vergleichen wir unseren Herrn subhanahu wa ta'ala mit Vergänglichem. Mit Vergänglichem ist alles gemeint, was erschaffen ist. Denn alles ist vergänglich. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, kullu man alayha fan. Das heißt, alles auf ihr, auf der Erde, ist vergänglich. Nochmal den Satz. Keine Vollkommenheit, von der du berichtest, hat mein Verstand vernachlässigt. Keine Eigenschaft, die du bestätigst, verfälscht. Keine Vollkommenheit gleichgesetzt mit Vergänglichem, das du vernichtest. Und mit der Größe des Untergehenden, über das du erhaben bist. Preis dir, wie gewaltig ist dein Rang, die Macht deiner Würde, die Größe deiner selbst, wie gewaltig ist dein ewiges Verweilen, wie groß der dir gebührende Lobpreis. Es gibt keinen Gott außer dir, lebendig, ewig. Dich überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Schlummer ist die Vorstufe des Schlafs. Aller Lobpreis gebührt dir. Du bist der, ohne dessen Fürsorge weder Himmel noch Erde, noch das, was sich darin befindet, bestehen bleibt. Aller Lobpreis gebührt dir. Du bist das Licht der Himmel und der Erde und dessen, was sich darin befindet. Aller Lobpreis gebührt dir, du bist die Wahrheit, Al-Haq. Deine Worte sind wahr, dein Versprechen ist Wahrheit. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Diener Allahs und sein Gesandter ist, der am besten über seinen Herrn Bescheid weiß und ihm von allen Menschen am nächsten steht. Durch ihn, sallallahu alaihi wasallam, öffnete Allah Ohren, die des Hörens nicht fähig waren, Augen, die zum Sehen nicht imstande und Herzen, die verhüllt waren. Durch ihn, sallallahu alaihi wasallam, führte er die Menschen, nachdem sie in die Irre gegangen, lehrte sie, nachdem sie unwissend gewesen waren und teilte ihnen mit, was ihnen unbekannt war.
Wie gesagt, aus diesen Sätzen wollen wir inshallah ta'ala viele Dinge ableiten, die für uns wichtig sind. Zum Beispiel kann man aus diesem Satz zum Beispiel verstehen, dass man über Allah subhanahu wa ta'ala nichts gewusst hat, bis der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns davon berichtet hat. Und deswegen dürfen wir über Allah azza wa jall nur reden, sofern wir davon eine Aussage unseres Propheten haben, sallallahu alaihi wa sallam, oder eine Aussage aus dem Koran al-Karim. Durch ihn, sallallahu alaihi wa sallam, einte er, Allah, die Herzen der Menschen, die sich voneinander getrennt hatten und auch die zerstreuten Sehnsüchte. Er ließ ihn nicht eher sterben, bis durch ihn die auf Abwege geratene Gemeinschaft dahin geführt wurde, die Worte zu sprechen, es gibt keinen Gott außer Allah. O Allah, schenke darum diesem Propheten Segen und Heil. Möge Allah mit seinen lauteren, guten Gefährten, den Besten unter den Gesegneten, zufrieden sein. Mit ihnen, die seiner Methode und seinem Weg, sallallahu alaihi wasallam, folgten und gemäß seiner klaren Führung lebten, deren Nacht wie ihr Tag ist, die nicht davon abwichen und nichts daran veränderten. Möge Allah sich der frommen Imame erbarmen, die nach ihnen kamen und die Glaubenslehre der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrten, damit sie rein und klar bleiben. Wir bitten Allah, preis ihm, dass wir ihrer Methode folgen und auf ihrem Weg bleiben mögen und dass er uns im Geiste der Glaubenslehre der Ahlus Sunnati wal Jama'a leben und sterben lässt. Denn er ist der beste Beistand und der beste Verbündete. Ahlus Sunnati wal Jama'a, darunter versteht man die Gruppe der Wahrheit. Darunter versteht man die wahren Muslime, diejenigen, die wirklich, die sich nicht nur bekennen zum Islam, sondern auch nach dem Islam wirklich leben. Ahlus Sunnah heißen sie, weil sie eben der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und Al-Jama'a ist die Gemeinschaft, weil sie zusammengekommen sind aufgrund dieser Basis eben. Dass sie eben dem Koran folgen, das brauche ich nicht erwähnen, denn das ist bei allen muslimischen Gruppen, sie bekennen sich zum Koran oder sie sagen, sie glauben an den Koran. Aber die Sunnah, da fängt es schon an und das ist es, worum sie sich zusammengefunden haben. Allahs Segen und Heil seien auf seinem Gesandten, dem Aufrichtigen, dem Vertrauenswürdigen. Diese Abhandlung befasst sich mit dem dritten Aspekt des Einheitsbekenntnisses, Tawhid, nämlich dem Bekenntnis der Einheit Allahs hinsichtlich seiner Namen und Eigenschaften. Okay, in diesem Abschnitt, liebe Geschwister, sind sehr wichtige, fundamentale Prinzipien erwähnt worden, die wir sehr leicht, inshallah ta'ala, herauslesen können. Und jeder natürlich kann für sich selbst Stichpunkte machen und das verstehen, was er verstehen möchte. Oder dem einen ist dieser Aspekt wichtiger, dem anderen ist ein anderer Aspekt wichtiger. Als ich diesen Abschnitt gelesen habe, waren mir zum Beispiel folgende Punkte wichtig. Als Grundregeln, als Spielregeln für den weiteren Verlauf des Buches. Und zwar erstens, Allah subhanahu wa ta'ala ist niemandem gleich. Denn Allah sagte, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Al-Kuf'u ist der Ebenbürtige in der arabischen Sprache. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala niemanden hat, der ihm Kuf ist, dann hat er niemanden, der auf seiner Stufe ist, niemand, der ihm ebenbürtig ist, niemand, der ihm gleicht. Weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart, noch in der Zukunft. Und dieses Prinzip gilt für uns von dem ersten Namen bis zum letzten Namen. Von der ersten Eigenschaft bis zur letzten Eigenschaft. Egal, was du im Laufe des Vortrages hören wirst. Du wirst dieses Prinzip immer im Hinterkopf behalten müssen.
dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht so ist wie seine Geschöpfe, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemandem gleich ist. Und deswegen gibt es auch das Bilderverbot im Islam. Kein Mensch darf seinen Herrn subhanahu wa ta'ala abzeichnen oder zeichnen oder malen, da er nicht weiß, wie er aussieht. Und die Beschreibungen, die er uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala, sind eben darunter nicht zu verstehen, dass er genauso ist wie seine Geschöpfe. Und dieses Prinzip behalten wir, damit niemand uns vorwirft, dass wir zur sogenannten Gruppe der Mushabbiha gehören. Die Mushabbiha, das sind diejenigen Menschen, die im Laufe der Zeit, und bis zum heutigen Zeit gibt es Mushabbiha, die Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen gleichsetzen. Das heißt, sie sagen, egal was wir über Allah hören, es muss genauso sein wie die Worte, die wir schon kennen von den Geschöpfen, denn welchen Sinn macht das Wort denn sonst? Diese Gruppe von Menschen, diese Aqida befand sich unter manchen muslimischen Gruppen, gibt es aber in der heutigen Zeit auch zum Beispiel verstärkt bei den Christen. Diese Mushabbiha kommt vom arabischen Wort Shabbaha. Shabbaha heißt gleichsetzen oder vergleichen. Das heißt, das erste fundamentale Prinzip. Damit, weil der Ahle Sunnah wal Jama'a wurde im Laufe der Geschichte vorgeworfen, dass sie Mushabbiha sind. Und das müssen wir gut verstehen. Weil nicht jede Person, die eine andere Person beschuldigt, irgendetwas getan zu haben, ist unbedingt im Recht. Deswegen wirst du finden, auch wenn ich jetzt vielleicht ein paar Begriffe verwende, die man im Laufe der Zeit schon lernen wird, aber es gab im Laufe der Geschichte zum Beispiel eine Gruppe, die man, und die gibt es bis heute noch, Asha'ira nennt. Und die Asha'ira, wenn sie das hören, was wir inshallah ta'ala im Laufe der Unterricht erwähnen werden über die Namen und Eigenschaften Allahs, dann werfen sie uns vor, wir seien Mushabbiha. Okay? Und dieser Vorwurf, den können wir von jetzt an schon zurückweisen und von jetzt an können wir sagen, bei keinem Namen und bei keiner Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala denken wir, dass Allah so ist wie der Mensch. Ob das um sein Sprechen geht, subhanahu wa ta'ala, ob es darum geht, wenn er schreibt, subhanahu wa ta'ala, oder wenn es darum geht, dass er ruft, subhanahu wa ta'ala, oder wenn es darum geht, dass er Hände hat, subhanahu wa ta'ala, all das von vornherein, es ist nicht so wie bei den Geschöpfen, also ist jeglicher Vorwurf gegen die Ahle Sunnah al Jama'a diesbezüglich und natürlich auch anderweitig absolut zurückzuweisen und falsch. Der zweite Punkt, den wir aus diesem ersten Abschnitt ableiten müssen und auch begreifen müssen, und das Interessante ist, wenn jemand mit diesen folgenden Prinzipien, die wir jetzt dieser Einleitung gelernt haben, wenn jemand sich damit einverstanden erklärt, dann wird er uns im Laufe des Buches folgen müssen. Okay? Also, das hilft auch beim Diskutieren. Vielleicht, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann du versuchst ihn natürlich zu überzeugen. Wie willst du ihn überzeugen? Du baust erstmal die Grundbausteine auf. Erstens, Allah ist niemandem gleich. Kein Muslim wird sagen, das stimmt. Jeder Muslim wird sagen, das stimmt. Wunderbar. Gehen wir zu einem zweiten, zu einer zweiten Lehre über. Die zweite Lehre, die ich für mich rausgeschrieben habe, ist, der Verstand des Menschen ist begrenzt und er ist fehlerhaft. Der Verstand des Menschen ist begrenzt und er ist fehlerhaft. Und wenn der Verstand des Menschen begrenzt ist, ich denke, oder besser gesagt, dass der Verstand des Menschen begrenzt ist, ich glaube, das wird kein Mensch leugnen, denn der Mensch hat eine bestimmte Kapazität und er kann nicht darüber hinaus gehen. Der eine Mensch hat mehr als der andere, aber wir können nicht sehen, es sei denn in dem Lichtspektrum, das Allah subhanahu wa ta'ala uns zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus sehen wir nichts. Und wir können auch nur hören, diejenigen Dezibel, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns bestimmt hat. Darüber hinaus können wir nicht hören, weder drüber noch drunter.
Und deswegen, liebe Geschwister, wenn wir das verstanden haben und wir gleichzeitig wissen, dass Allah Azza wa Jal niemandem gleich ist, das heißt, er ist anders als die Geschöpfe, dann brauchen wir jetzt jemanden, der uns vermittelt, was es mit seinen Namen und Eigenschaften auf sich hat. Denn wenn er, subhanahu wa ta'ala, nicht so ist wie alles, was du kennst, er ist anders, dann wie soll er anders sein? Egal, was du dir jetzt vorstellst und denkst, du kannst dich nur beim Denken im Bereich dessen aufhalten, was du kennst. Du kannst nicht über eine Sache nachdenken, die es nicht gibt. Es gibt nicht. Du kannst nur über Sachen nachdenken, die es gibt. Du kannst sie zwar kombinieren, wie du willst, ja, aber du kannst nicht an Farben denken. Denk mal an eine Farbe, die es nicht gibt. Ja, das geht nicht. Ja. Und deswegen, dein Verstand ist begrenzt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala aber anders ist als alle Farben, die wir kennen, weil er anders ist als seine Schöpfung, weißt du dadurch, dass dein Verstand absolut begrenzt ist. Wir kennen nur Dinge, die erschaffen sind. Allah subhanahu wa ta'ala ist aber unerschaffen. Er ist der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Tayyib, das ist Nummer eins. Wir sehen also ein, dass wir nicht alles wissen können. Und schon gar nicht, wenn es um unseren Schöpfer geht, subhanahu wa ta'ala. Und er ist fehlerhaft, heißt, der Mensch ist fehlerhaft und dementsprechend kann auch sein Denken fehlerhaft sein. Deswegen, wenn wir uns überlegen und nachdenken über Allah Azza wa Jal, dann kann es sein, dass unser Denken, unser Überlegen uns auf den richtigen Weg führt. Es kann aber auch sein, dass unser Denken, unser Überlegen uns auf den falschen Weg führt. Was sollen wir also machen? Ganz einfach. Am besten ist es, wir machen das, was der Autor gesagt hat, als er sagte, ich mache dort Halt, wo auch Abu Bakr, Umar und die klugen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam Halt gemacht haben. Das heißt, die Sahaba radiallahu anhum, sie haben diese ersten zwei Prinzipien gut verstanden. Also haben sie Halt gemacht. Was heißt, sie haben Halt gemacht? Halt gemacht gemeint ist, sie haben ihre Grenzen gekannt und sie sind darüber hinaus nicht gegangen. Sie haben von Allah subhanahu wa ta'ala etwas gehört über ihn subhanahu wa ta'ala, also haben sie genau das wiedergegeben, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst gesagt hat. Sie haben genau das akzeptiert, was Allah ihnen an arabischen Worten gegeben hat. Allah hat gesagt, inna anzalnahu Qur'anan arabiyya, wir haben ihn als arabischen Koran herabgesandt. Also haben sie an das geglaubt, was Allah an Worten und dementsprechenden Bedeutungen herabgesandt hat. Weil sonst, also hier kommen wir schon auf einen weiteren Konflikt, denn es gab in der Gemeinschaft der Muslime, es gab eine Gruppe von Muslimen, die gesagt hat, jawohl, wir glauben an die Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, aber wir glauben nicht an die Eigenschaften, die dahinter stecken. Wir glauben nicht an die Eigenschaften, die dahinter stecken. Und dann sagen wir, jetzt hast du ein Problem. Denn der Koran al-Karim wurde in arabischer Sprache herabgesandt. Und das wäre so, als würdest du nicht an das glauben, was Allah gesagt hat. Denn wenn Allah dir sagt, der Koran ist auf Arabisch, das bedeutet, dass die Worte Bedeutungen haben und du nicht nur an die bloßen Worte glauben musst, sondern auch an das, was dahinter steckt. Deswegen ist, wie gesagt, der gesunde Menschenverstand sagt, wenn ich mich über etwas unterhalte, was ich mit meinen eigenen Augen niemals gesehen habe und ich auch niemanden kenne, der ihn, subhanahu wa ta'ala, mit seinen Augen gesehen hat, dann verlasse ich mich auf das, was er selbst über sich selbst berichtet hat und sage darüber hinaus nichts. Das heißt, das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, führte die Menschen zum geraden Weg. Dieses Prinzip, was ich damit sagen will, ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde entsandt in einer Gesellschaft, die nicht wusste, wie der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala geht. Sie wussten nicht, welchen Weg man einschlagen muss, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Das heißt, sie waren unwissend, besonders in Bezug auf Allah, besonders in Bezug auf
das Leben nach dem Tod und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Aufgabe war es doch gerade, wie Allah sagt, sinngemäß oder erstmal auf Arabisch, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Beistand, der Helfer, derjenigen, die glauben. Er führt sie aus den Dunkelheiten zum Licht. Wodurch? Natürlich durch den Koran, durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Das heißt, dieses Unwissen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beseitigt mit Wissen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Menschen mitgeteilt, was sie zu glauben haben. Und er hat es ihnen klar und deutlich gesagt. Hier nämlich, liebe Geschwister, kommen wir zu einem Konflikt, wo nämlich manche Leute im Laufe der Geschichte behauptet hatten, dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr gut verstanden haben, was Allah und sein Gesandter meinten, wenn Allah über sich selbst oder über seine Eigenschaften gesprochen hat, über seinen Namen und Eigenschaften gesprochen hat. Und wir heutzutage, so sagen sie, wir heutzutage erklären das, was sie damals verstanden, aber nicht geäußert haben. Sie sagen, wir erklären das, was sie damals verstanden haben, aber nicht geäußert haben. Ja? Und dann sagen wir, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen den Glauben mitgeteilt. Allah hat im Koran über sich gesprochen. Und es kann nicht sein, dass jetzt nach hunderten von Jahren Leute kommen müssen und uns auslegen müssen, die edelste Sache überhaupt, wenn es über Allah geht. Das kann nicht sein. Es muss so sein, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, vollkommen ausreichend ist, um im Jenseits erfolgreich zu sein. Wenn du was anderes sagst, dann wirfst du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mal vor, dass er nicht klar und deutlich gesagt hat, was wir zu glauben haben. Machen wir ein einfaches Beispiel, was wir inshallah ta'ala auch dann später intensiver sehen werden. Allah sagt im Koran al-Karim, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und dein Herr wird erscheinen, oder dein Herr wird kommen, und die Engel Reihe um Reihe. Wenn wir unter dem Kommen Allahs subhanahu wa ta'ala, auf Arabisch al-Maji, etwas anderes zu verstehen hätten, sollten, als das, was dieser arabische Wortlaut hergibt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hascha, das glauben wir natürlich nicht, die Botschaft nicht verkündet. Und dieses Prinzip ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, so einfach es auch klingt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam führte die Menschen zum geraden Weg. Das heißt, er erklärte ihnen die Wahrheit, er erklärte ihnen, wie sie zu glauben haben. Glaubst du das wirklich? Okay, dann füge bitte dem, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, nichts hinzu. Sondern sag es genau, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und lass deine Leute, die dir zuhören, das verstehen, was auch die Sahabe verstanden haben, als sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gelauscht haben. Sehr schön, ne? Wenn du sagst, die Sahaba radiallahu anhum damals haben etwas anderes verstanden, als wir heutzutage verstehen, wie wir den Koran lesen, dann sagen wir, okay, diese Behauptung lassen wir mal so stehen. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas anderes hinzugefügt? Nein. Haben die Sahaba sich anders geäußert? Nein. Okay, dann sag du bitte auch die Ayat des Koran, so wie sie im Koran stehen, und die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch so wie sie im Hadith stehen, und lass die Leute glauben darunter, was sie darunter verstehen. Fertig. Das wäre ein Argument. Und das fünfte Prinzip, sicherlich kann man da mehr ableiten, das haben wir indirekt schon erwähnt, und zwar die Sahaba radiallahu ta'ala anhum folgten dem Weg des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Prinzip, liebe Geschwister, natürlich wir als Muslime, als Ahlus Sunnah wal Jama'a, wir glauben fest daran, dass die Sahaba radiallahu anhum die besten Menschen waren nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber jetzt wollen wir wissen, wenn wir eine Aya im Koran Karim haben, dieses Prinzip ist so fundamental und so wichtig, dass man dieses
nicht häufig genug erwähnen kann, gerade in der heutigen Zeit, wo die Menschen immer mehr sich trennen und spalten und uneinig werden. Und jeder behauptet, dass er auf dem rechten Weg ist. Wenn wir eine Ayah im Koran Karim haben und wir sind uns über diese Ayah uneinig, dann lautet die Antwort in erster Linie, wir schauen, hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim an anderer Stelle diese Sache verdeutlicht? Fertig. Dann gilt natürlich, dass der Koran sich selbst erklärt. Befindet sich im Koran Karim keine Erläuterung dazu? Dieses erste Prinzip, ich glaube, kein Muslim der Welt wird dieser Sache widersprechen. Dann, wenn wir die Erklärung dazu im Koran nicht finden, wir schauen natürlich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach. Und natürlich, liebe Geschwister, hiermit soll nicht gemeint sein, dass wir schauen im Koran und dann, wenn wir es finden, das war's, dann gucken wir in der Sunna nicht mehr nach. Das ist nur, was die Reihenfolge angeht, die logische Reihenfolge, weil wenn im Koran eine Erklärung dazu finden, dann wirst du in der Sunna keine widersprüchliche Erklärung dazu finden. Ist ja logisch. Ja? Aber das ist nur vom Prinzip her, wenn im Koran da nichts dazu zu finden ist, dann suchen wir in der Sunna. Und wenn wir in der Sunna dann etwas finden, erklären wir den Koran dementsprechend. Und hier scheidet schon wieder eine Gruppe, die sich dem Islam, zum Islam bekennt, aus. Aber Alhamdulillah, die meisten Muslime der Welt und auch die Geschichte haben natürlich das Prinzip akzeptiert. Und sie haben gesagt, dass die Sunna des Propheten relevant ist. Wir glauben sogar, dass sie die zweitwichtigste Quelle ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, "Utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a." Mir wurde der Koran gegeben und noch etwas Gleiches dazu. Wa mithlahu, etwas Gleiches. Als würde er dir sagen, es ist genauso wichtig und genauso wertvoll. Deswegen habe ich gesagt, man kann nicht das eine vom anderen trennen. Okay, jetzt kommen wir zu einem kleinen Konflikt. Was machen wir, wenn wir uns nicht einig sind über eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam geäußert hat? Wenn wir uns da nicht einig sind, dann sagen wir, dass die Leute, die zur Zeit des Propheten gelebt haben, sallallahu alaihi wasallam, am besten verstanden haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte und sagte und meinte, als er handelte und meinte, als er sprach. Und das ist, denke ich, auch eine sehr einfache, logische Sache, dass derjenige, der mit jemandem zusammenlebt, sich besser auskennt über den anderen, als jemand, der mit diesem nicht zusammen gelebt hat. So, und darüber hinaus gibt es trotzdem immer noch Meinungsverschiedenheiten. Die Menschen auch danach werden sich unterschiedlicher Meinung sein. Und deswegen gibt es auch weiterlaufende Prinzipien, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umzugehen hat. Erstens einmal wissen wir, dass wenn die Gelehrten einer Generation sich über eine Sache einig gewesen sind, hat kein Mensch das Recht, dieser Übereinkunft, diesem Ijma' zu widersprechen. Auf diese Art und Weise, dieses Prinzip hilft uns sehr viel im Laufe dieses Buches, da es über die Namen und Eigenschaften Allahs, wie man daran zu glauben hat, Gott sei Dank, keine Meinungsverschiedenheiten gegeben hat unter den ersten Generationen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und dadurch haben wir ein weiteres Problem, Alhamdulillah, beiseite geschafft. Darüber hinaus gibt es immer noch verschiedene Ansichten. Aber das ist kein Problem, denn Ansichten, die ihren Beweis haben aus dem Koran oder aus der Sunna, Ansichten, die von verschiedenen Sahaba vertreten worden sind, im Fiqh meine ich jetzt in erster Linie, die ihren Beweis haben, ihre Beweisgrundlage haben und die gesprochen worden sind von anerkannten Gelehrten, Alhamdulillah, darüber werden wir uns nicht uneinig sein und wir werden uns auch nicht spalten wegen solchen Meinungsverschiedenheit. Diese fünf Prinzipien entnehmen wir aus der Einleitung und deswegen geht über, inshallah ta'ala, wenn ihr nichts dagegen habt, zum nächsten Kapitel. Und zwar haben wir gesagt, die Wichtigkeit, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Der Autor, Hafizullah, sagte, das Wissen um Allah, seine Namen und Eigenschaften, ist das vorzüglichste Wissen überhaupt. Und dieses Wissen ist, um seiner selbst willen zu erstreben.
Was soll damit gesagt werden? Wissen, das um seiner selbst willen zu erstreben. Es gibt Wissen, das du erstrebst, um irgendwohin zu gelangen. Zum Beispiel, du erstrebst Wissen, wie du Wudu machst, damit du Wudu machen kannst. Richtig? Du erstrebst Wissen, wie du betest, damit du beten kannst. Wunderbar. Aber das Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala, um seinen Namen, seine Eigenschaften, das ist schon Ziel an sich. Oder wir können auch sagen, das ist Ibadah an sich. Ähnlich wie beim Koran lesen. Und die Worte Allahs sind seine Eigenschaft. Das Koran lesen, das Lesen an sich ist schon eine Ibadah. Natürlich ist von dir verlangt, dass du den Koran liest und davon profitierst und danach handelst. Das ist absolut natürlich auch Bedingung, zweifellos. Bringt nichts, wenn du nur liest und nicht danach handelst. Aber das Lesen an sich ist schon ein Ziel. Und genauso hier, liebe Geschwister, das sich beschäftigen mit den Namen, Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala ist schon Zweck an sich. Der Autor sagt, denn der hohe Rang, den ein Wissen einnimmt, ist vom Gegenstand des Wissens und der Bedeutung des Nutzens, den man durch dieses Wissen gewinnt, abhängig. Also, wie wertvoll ist Wissen? Es kommt auf das Thema an. Nummer eins. Und zweitens kommt es darauf an, was du davon profitierst. Wenn du etwas erlernst, wovon du selbst keinen Nutzen hast, dann ist es nicht so wertvoll wie etwas, wovon du Nutzen hast. Wenn der Gegenstand des Wissens, das heißt das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, Allah subhanahu wa ta'ala selbst ist, dann gibt es kein Wissen, das edler ist, als sich mit den Namen und seinen Eigenschaften subhanahu wa ta'ala zu beschäftigen. Und der Nutzen, den wir davon ableiten werden, für unser Leben, den wir natürlich schon ableiten, also wenn ein Muslim betet, und wenn, weißt du, dann ist es ein Teil seines Glaubens an die Namen und Eigenschaften Allahs. Aber auch der Nutzen, den wir inshallah ta'ala im Laufe der Zeit für uns haben werden, denkt mal an die Festigung im Glauben und denkt mal daran, dass wir die ganzen Scheinbeweise anderer Gruppen und Sekten abwenden und versuchen, inshallah ta'ala, diese Sachen zu erklären und zu verdeutlichen. Das ist alles ein riesiger Nutzen von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweifellos bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diesen Nutzen ebenfalls zuteilkommen werden lässt, denn er subhanahu wa ta'ala ist dazu imstande. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass der erhabenste Gegenstand des Wissens, der wichtigste und bedeutendste Allah erhaben ist, er ist. Der unter allen Menschen das größte Wissen um Allah besaß, sagte, sallallahu alaihi wasallam, لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, den dir gebührenden Lobpreis kann ich selbst nicht aufzählen. Du bist, wie du dich selbst gepriesen hast. Kein Diener hat im Wissen, ja selbst im Glauben auch nur einen Fuß breit Festigkeit erlangt, bis er an die Eigenschaften des Herrn glaubt. Preis ihm, dem Erhabenen. Das ist die Grundlage des Islam und das Fundament des Glaubens. Das Wissen um Allah, erhaben ist er in seiner Einheit, der Gewaltigkeit seiner Stärke und Macht, der Güte seiner Weisheit, der Güte seiner Weisheit und Führung, das Wissen um die Wunder seiner Wohltat und dass er weder durch Eigenschaften geistig völlig erfasst, noch durch Vorstellung oder Verstand erreicht werden kann, dieses Wissen ist einer der bedeutendsten Aspekte des islamischen Gesetzes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte folgendes, ein sehr schöner Satz. Er sagte, und er hat viele schöne Sätze gesagt, man kann mit ihm zufrieden sein, er sagte, manche Menschen sehen an Allah die Freigebigkeit, Wohltaten und gute Werke. Manche sehen an ihm Vergebung, Milde, Nachsicht. Und wiederum andere unter ihnen sehen in ihm Stärke, Rache. Manche sehen das Wissen und die Weisheit. Manche sehen
die Macht und die Herrlichkeit. Andere sehen die Barmherzigkeit, die Güte, die Milde. Manche sehen in ihm die Gewalt und die Herrschaft. Andere sehen die Erhörung der Bitten, Dua, den Beistand im Kummer und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse, Hawa'ij. Das umfassendste Wissen unter ihnen aber besitzt derjenige, der ihn, subhanahu wa ta'ala, durch seine eigenen Worte kennt. Denn er erkennt einen Herrn, der für sich die Eigenschaften der Vollkommenheit und Attribute der Erhabenheit vereint, frei von irgendetwas, das ihm gleichen könnte, ohne Mangel, ohne Fehler, dem jeder vortreffliche Name zukommt und jegliche vollkommene Eigenschaft, einem Herrn, der immer tut, was er will. Das ist immer noch die Aussage von ihm, rahimahullah ta'ala. Einem Herrn, der tut, was er will, über allen Dingen und mit allen Dingen ist, der zu allem die Macht hat und alles aufrecht erhält. Er ordnet an und verbietet. Er verspricht religiöse und universelle Worte. Er ist größer als alles, schöner als alles, der Barmherzigste unter allen Barmherzigen, der Mächtigste unter allen, die Macht besitzen, und der Weiseste unter denjenigen, die richten. Also aus diesen Aussagen, liebe Geschwister, yani werden wir natürlich ja nochmal zusammenfassen, kann man sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, seine Eigenschaften, seine Namen sind so vielfältig, und dementsprechend erkennen oder erleben die Menschen ihren Herrn subhanahu wa ta'ala vollkommen unterschiedlich. Wenn du den einen fragst, warum glaubst du an Allah azza wa jal, er wird dir sagen, ich glaube an Allah, weil ich zu ihm gebetet habe und er hat mein Bittgebet erhört. Und der andere wird sagen, das ist doch logisch. Und der nächste wird sagen, ich erkenne es an seiner unglaublichen Planung in diesem Universum. Und der nächste wird sagen, ich erkenne es am Menschen selbst, denn so perfekt kann niemand einen Menschen erschaffen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und so weiter und so fort. Das soll damit gesagt werden, aber zusammengefasst, all diese Attribute und Eigenschaften, wie findest du sie am besten, wie erkennst du sie am besten, wie vereinst du sie am besten? Natürlich, indem du dich mit seinen Worten, subhanahu wa ta'ala, beschäftigst und diese verinnerlichst. Der Autor sagt, wer seinen Herrn durch dessen Eigenschaften der Vollkommenheit und Attribute der Erhabenheit erkennt und wer auch sich selbst und seine eigenen Mängel und Schwächen kennt, der ist nicht hochmütig, wird nicht aus egoistischen Gründen zornig, und er neidet niemandem das, was Allah ihm in seiner Güte gewährte. Das sind jetzt hier Vorteile, Nutzen aus dem Iman an Allah, seinen Namen, Eigenschaften. Wer mit den Namen Allahs und seinen Eigenschaften lebt, dessen Lebensweise wird rein und sein Leben angenehm sein. Er wird frei von jeglicher Angst vor irgendeinem Geschöpf, und mit Allah erhaben ist er vertraut sein, sich nach der Begegnung mit ihm sehnen, Scham ihm gegenüber empfinden, ihn verehren und hochachten. Allah, preis ihm, sagte, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Das ist Surat Al-A'raf, Surah 7, Vers 180. Und er spricht ebenfalls, subhanahu wa ta'ala, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sag, ruft Allah oder ruft den Al-Abama an. Welchen ihr auch ruft, sein sind die schönsten Namen. Surat Al-Isra, Surah 17, Vers 110. Der Prophet aber, sallallahu alaihi wasallam, spornte dazu an, diese seine Namen zu beherzigen und sagte, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhal al-jannah. Allah hat 99 Namen, 100 weniger eins. Wer sie beherzigt, wird ins Paradies eingehen. Wer sie beherzigt, das heißt auswendig kennt, aufzählen kann, und natürlich glauben wir immer wieder, und das brauchen wir nicht jedes Mal wiederholen, dass der Iman Taten erfordert
Denn jemand, der glaubt, dass Allah zu seinen Namen gehört, Al-Ilah, der Gott, dann muss er auch ihn anbeten und darf ihm niemandem beigesellen. Das ist, denke ich, versteht sich von selbst. Deswegen sagt der Prophet, wer diese 99 Namen kennt, er wird ins Paradies eingehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu diesen Menschen machen. Tayyib, das ist der dritte Abschnitt gewesen. Der erste war nur das Vorwort über den Autor, der zweite war die Einleitung, der dritte, wie gesagt, ist die Wichtigkeit, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Was können wir aus diesem Abschnitt entnehmen, liebe Geschwister? Wir entnehmen zum einen, ich habe mir wieder 5 Punkte zusammengeschrieben, wie ich gesagt habe, das ist nur mich persönlich, jeder kann mehr davon oder weniger profitieren. Der erste Punkt ist, Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Ibadah an sich. Das soll kein Ansporn sein, dass jemand vernachlässigt die Handlung, aber wir sollen wissen, dass allein sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist so edel, ist so toll, es ist ähnlich, vergleich es mit dem Lesen des Koran. Deswegen gibt es eine Überlieferung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt, die Vorzüglichkeit der Worte Allahs gegenüber den Worten des Menschen ist gleich der Vorzüglichkeit Allahs selbst gegenüber seinen Geschöpfen. Die Bedeutung ist vollkommen richtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, liebe Geschwister, der Autor hat einen Hadith erwähnt, in dem es heißt, Anta kama athnayta ala nafsik. Du bist so, wie du dich selbst gepriesen hast. Aus diesem Hadith des Propheten können wir den folgenden wichtigen, goldenen Grundsatz ableiten, dass wir über Allah subhanahu wa ta'ala nur das sagen, was er uns berichtet hat. Und zweitens, wenn du Allah azza wa jall loben willst, lobpreisen willst, verherrlichen willst, rühmen willst, dann wirst du keine bessere Methode finden, als die Worte Allahs selbst zu verwenden, um ihn damit zu lobpreisen. Du wirst keine bessere Beschreibung Allahs finden, als im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist, wenn man betrachtet, wie Nicht-Muslime über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, auch wenn sie an Allah glauben, oder wie Philosophen Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben, dann ist das ein Unterschied, liebe Geschwister, wie Tag und Nacht. Wir lobpreisen unseren Herrn, denn wir schreiben ihm nichts zu, es sei denn, es hat Vollkommenheit. Aber wenn du betrachtest die Beschreibungen von Philosophen über Gott, dann wirst du sehen, dass diese Worte dein Herz nicht berühren und sie auch keine lobende Worte sind. Das heißt, sie beinhalten keinen Lobpreis. Ja? Aber was Allah angeht im Koran Karim, du findest, dass alle Beschreibungen immer eine Art Verherrlichung Allah subhanahu wa ta'ala darstellt. Warum? Weil alle seine Namen sind vollkommen, alle Eigenschaften sind vollkommen. Drittens, wir haben gelernt, dass jeder Mensch seinen Herrn anders erlebt. Und das ist auch kein Problem. Jeder lernt von seinem Herrn das kennen, was er, manche Leute zum Beispiel, sie haben ein einschlägiges Ereignis in ihrem Leben gehabt, sie haben zum Beispiel eine Sünde begangen, für die sie Allah subhanahu wa ta'ala hart bestraft hat, und dafür sagen sie, jetzt sehe ich meinen Fehler ein und ich habe jetzt Furcht vor meinem Herrn und gehe den Sünden Allahs aus dem Weg. Und hat seinen Herrn durch diese Strafe kennengelernt. Und so war es eine Barmherzigkeit für ihn. Okay? Deswegen, jeder Mensch lernt seinen Herrn oder erlebt seinen Herrn subhanahu wa ta'ala anders. Viertens, die Kenntnis um die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala hat Einfluss auf die Handlung und den Charakter des Menschen. Und das ist natürlich das, was wir letztendlich haben wollen. Das hat der Autor schön beschrieben, als er gesagt hat, sinngemäß, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala wirklich kennst, wenn du über ihn Bescheid weißt, wer er ist, wenn du die Hadithe liest über die Größe Allahs subhanahu wa ta'ala, dann wirst du klein. Wenn du liest über was Allah subhanahu wa ta'ala alles lobpreist im Himmel und auf der Erde, dann wirst du deinen wirklichen Wert kennenlernen. Deswegen, jemand, der Allah kennt, wird niemals überheblich sein. Jemand, der Allah kennt, wird immer bescheiden sein und klein sein. Deswegen, das hat zweifellos einen Einfluss auf den Charakter des Menschen
und Einfluss auch auf seine Handlung. Er wird anderen Menschen gegenüber nicht ungerecht sein, weil er weiß, da gibt es jemanden, der ihn zur Rechenschaft ziehen wird und so weiter und so fort. Und der letzte Punkt aus diesem Abschnitt ist, liebe Geschwister, alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind schön. Allah hat, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah hat 99 Namen. 100 minus 1, wer sie kennt, wird ins Paradies eintreten. Dieser Hadith, wie die Gelehrten gesagt haben, bedeutet nicht, dass es nur 99 Namen sind. Das sollten wir verstehen, das ist wichtig. Denn diese Art Aufzählung oder diese Art Erwähnung einer Zahl kommt im Koran, der Sunna, mehr als einmal vor. Okay? Das kommt im Koran, der Sunna, mehr als einmal vor. Und die Gelehrten weisen darauf hin, dass diese Art von Erwähnung einer Zahl keine ausschließende Bedeutung hat. Das heißt nicht, dass es nur 99 sind. Wenn er gesagt hätte, nur 99, dann wären es nur 99. Wenn er gesagt hätte, es gibt keine anderen, dann gäbe es auch keine anderen. Aber wenn jemand sagt, wenn ich dich frage, hast du 100 Euro? Und du sagst, ja, ich habe 100 Euro. Dann heißt es nicht, dass du nicht auch vielleicht 200 Euro hast. Okay? So ist das zu verstehen, das ist auch sehr wichtig und das ist auch die Wahrheit, denn manche Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und Barmherzigkeit schenken und sie ins Paradies eingehen lassen, sie haben diese Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die authentisch sind, aus dem Koran, aus der Sunna zusammengeschrieben und sind auf über 100 gekommen. Okay? Und auf über 100 gekommen. Und deswegen wissen wir, dass das so mit dem Hadith des Propheten gemeint ist. Und ich erinnere wieder auch daran, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, Ayatul Munafiqi Thalath, er sagte, die Anzeichen oder die Eigenschaften als eines Heuchlers sind drei. Und dann erzählt er die drei Eigenschaften. Und wir wissen 100.000%, dass es mehr als drei Eigenschaften sind. Weil Allah im Koran al-Karim viel mehr als drei erwähnt. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, hat das keine ausschließende Bedeutung. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 Namen. Und welche sind das? Das ist ein Wissen, das Allah für sich selbst verborgen hat. Also Allah für sich selbst bei sich behalten hat. Uns hat das verborgen, subhanahu wa ta'ala. Und dass dieser Hadith ist ein Ansporn für jeden Muslim, sich mit den Nameneigenschaften Allahs zu beschäftigen. Denn wenn er diese 99 kennt, dann wird er ins Paradies eintreten, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er mehr als 99 Namen kennen hat, auch. Logisch. Nur die Frage, welche sind das? Beschäftige dich mit den Worten Allahs, beschäftige dich mit den Hadithen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und jemand, der sich mit diesen beiden Quellen beschäftigt und danach handelt, das ist der rechtgeleitete Mensch. Ebenso lernen wir, dass alle Namen Allahs schön sind. Deswegen wirst du keinen Namen finden, der keine schöne Bedeutung hat. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Das heißt, sie, die Kuffar, sie schmieden Pläne, aber auch Allah schmiedet Pläne. Und Allah ist der Beste derjenigen, die Pläne schmieden. Kein Gelehrter sagt jetzt, also, was heißt kein Gelehrter, das hat es gegeben, da nehme ich jetzt zurück, aber es ist falsch jetzt zu sagen, dass einer der Namen Allahs ist der Planschmied. Weil dieses Begriff alleine so hat einen, kann man sagen, einen negativen Touch. Okay? Einen negativen Beigeschmack. Deswegen im Koran Karim wird es im Zusammenhang mit dem Pläne-Schmied der Kuffar erwähnt. Denn wenn dein Feind gegen dich einen Plan schmiedet und du seinen Plan durchquerst oder bekämpfst, indem du selbst einen Plan schmiedest, und subhanallah, Allah azza wa jal, er weiß ja schon, was sie planen. Deswegen er subhanahu wa ta'ala wird auf jeden Fall der Siegreiche sein. In diesem Zusammenhang, wenn du einen Plan schmiedest gegen deinen Feind, der im Unrecht ist, dann ist diese Sache eine positive Sache. Deswegen in diesem Zusammenhang beschreiben wir Allah so. Aber wir nehmen diese Sache nicht heraus und bezeichnen ihn als Planschmied. Okay? Hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel, dass die Namen Allah subhanahu wa ta'ala alle schön sind und alle, liebe Geschwister, vollkommen sind. Und natürlich können wir auch einen weiteren Nutzen daraus ziehen. Wie gesagt, es gibt viele. Allah sagte, قُرِدْعُ اللَّهَ
أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Das heißt, ob ihr sagt im Dua, O Allah, oder ob ihr sagt im Dua, O Ar-Rahman, egal was ihr sagt, أيما تدعوا, wen, welchen Namen ihr auch immer ihr anruft, so gehören ihm die schönsten Namen. Also kannst du dir die Namen Allahs aussuchen, und der Muslim normalerweise sein Bittgebet sucht denjenigen Namen aus, der passt entsprechend zu dem, was er gerne will. Also er sagt zum Beispiel, Ya Ghafur, vergib mir meine Sünden. Ya Ghaffar, vergib mir meine Sünden. Weil eben Ghaffar und Ghafur darauf hinweist, dass Allah die Sünden vergibt. So viel zum dritten Abschnitt. Und habt ihr noch Kraft für den vierten Abschnitt oder nicht mehr? Habt ihr noch Kraft? طيب. Ich versuche das in den nächsten paar Minuten zu machen. Wäre schön, dann gibt es aber keine Fragen mehr. Okay? Dann gibt es keine Fragen. Wollt ihr lieber Fragen haben? Gibt es Fragen? Weil es ist kein Problem. Wir sind, Alhamdulillah, wir haben es nicht eilig. Okay? Weil es ist auch kein Problem, weil der nächste Abschnitt, der vierte Abschnitt hängt eigentlich mit dem fünften Abschnitt zusammen. Und ich hätte auch nur noch den vierten Abschnitt maximal gemacht. Deswegen, inshallah, können wir an dieser Stelle Stopp machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Und beim nächsten Mal, inshallah, geht es dann weiter damit, dass der Tawhid al-Asma al-Sifat, das heißt der Glaube oder das Bekenntnis der Einzigkeit der seiner Namen und Eigenschaften, die Hälfte des Iman bildet. Und natürlich wird der eine oder andere sagen, wie kann das die Hälfte bilden? Wir haben doch gelernt, es gibt drei Aspekte. Wie ist das plötzlich die Hälfte geworden? Ist das irgendwie eine neue Bid'a-Einteilung oder was? Und wir werden das inshallah ta'ala beantworten. Vorausgesetzt, ihr seid morgen wieder dabei. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taslim kathir.